Alles ist gut, alles ist gut. Ach, sei nicht beleidigt. Schau, ich werf dich gegen den Wand, du bist nicht mehr beleidigt. Zack. Und da ist unserer mit den Gorilla-Ohren, hat er auch bekommen. Was zur Hölle, das sieht ziemlich kacke aus, finde ich. Der krabbelt noch durch die Gegend, der kann noch gar nicht laufen. Ich glaube, der muss erstmal ein bisschen Run-Skill lernen quasi. Das kriegt man durch die Grünen. Also die Farben von diesen Röhren, die man denen geben kann, beschreiben quasi, welches Attribut der Chao dazu bekommt. Die können am Anfang auch nicht schwimmen oder so. Wenn ich jetzt mal schaue hier, ich weiß nicht, ob der schwimmen kann. Na, der kann schon schwimmen. Wie auch immer, ich glaube, das war fürs Erste genug. Viel können wir hier nicht mehr machen. Kommen wir nach dem nächsten Level mal wieder vorbei hier. Keep your voice down. Have no fear. Amy Rose is here. How'd you get here? Well, if you gotta know, I caught a ride with Tails. Are you sure you don't need my help? It looks like you could use it. The reason I'm in here is because of that fake hedgehog. You mean that black hedgehog? Did you see it? Where is it now? If I tell you, will you marry me? No way! I thought I had you this time. That black hedgehog came here with Dr. Eggman. So, Eggman's behind this, huh? What's all that writing on the wall anyway? Did you write that? Wait for me, Sonic! He's such a brat. Metal Harbor, fliehe aus der Militärbasis. Ja, endlich wieder ein Level mit Sonic. Und zwar ein schön schnelles, das macht Spaß. Daran erinnere ich mich noch. Oh, Mist. Oh, Mann. Da will man tolle Stunts hinlegen und schon... Die Attacke, da bin ich im ersten Level gestorben, weil ich versucht habe, diese Ringverfolgungsattacke zu machen. Und zack, 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 zack. Boah, das macht Spaß. Und das Allerwitzigste ist, man braucht nicht mal irgendwelchen besonderen Skill dafür. Das ist einfach simples Button-Mashing im richtigen Moment. Das sind die Lightshoes. Jetzt seht ihr gleich, wieso ich im ersten Level gestorben bin. Man kann nämlich so einer Ringkette wie diese hier mit dem B-Knopf folgen, wenn man dieses Add-on, würde ich mal sagen, hat. Das habe ich versucht im ersten Level und bin natürlich nicht gescheitert, weil ich es nicht hatte. Und... Ah, das macht Spaß. Hurra! Das ist Omochao. Was will Omochao mir diesmal sagen? Oh, das weiß ich doch schon. Das hast du mir schon im ersten Level gesagt. Mann. Übrigens, ihr seht, was ich vorher gesagt habe über Amy Rose. Die will Sonic heiraten und ist total von der Art. Während er absolut keinen Bock drauf hat. Das ist halt noch so. Ein Jungspund denkt nicht an Liebe, der will seinen Spaß haben. Außerdem, diese Zeichnungen an der Wand, die werden später noch relativ wichtig werden im Spiel. Aber wirklich sehr viel später. Also haltet euch nicht dran auf. So, jetzt kommt die einzige einigermaßen schwere Stelle an diesem Level. Na, ich habe gerade so eine kleine Input-Verzögerung. Es ist richtig schwer, hier perfekt um die Ecken zu rennen. Das meine ich ernst, das ist echt nicht leicht. 5, 4, 3, 2, 1. Da. Ah, geschafft. Das war aber knapp. Und da fliegen wir mit einer Rakete nach oben. Und ich weiß absolut nicht, wieso wir das tun. Wir wollen doch entkommen aus der Militärbasis und dabei nicht in den Weltraum gehen nach oben. Aber Sonic, der kriegt das schon hin. Und wieso hier ein Lüftungsschacht in 1000 Metern Höhe ist, das ist immer noch ein Rätsel. Außerdem, wieso immer auf so einem Surfboard? Ohne Witz, Sonic ist doch der weltschnellste Igel. Wenn der rennen würde, wäre der doch viel schneller als das Surfboard, oder? Na, egal. Und... Da haben wir es geschafft. Metal Harbor, clear. Und wahrscheinlich kriege ich wieder einen total schlechten Rang. Wobei, diesmal habe ich einen ordentlichen Zeitbonus hier. Na, Rang E, sag mal. Was muss ich denn machen für einen guten Rang? Das Spiel hasst mich. Emblem Nummer 4.
Ich weiß gar nicht mehr. Bei einer bestimmten Anzahl Emblems hat man sich, glaube ich, Sachen im Chao-Shop freigeschaltet, aber wirklich erinnern, was das nun genau waren, tue ich mich nicht. Wieso ist Sonic jetzt im Dschungel? Was zur Hölle? Der war doch gerade auf so einer Plattform im Meer. Hey, that's that blue hedgehog again of all places. I found you, Faker. Faker? I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Huh, you're not even good enough to be I'll my I'll make you eat those words. There's no time to play games. You won't even get the chance. Und stirb. Noch. Oh, ich habe keine Ringe gehabt. Mann. Nochmal. Diesmal stab ich mir erst meinen Ring, bevor ich den angreife. Ich war gerade kurz überraschend beschäftigt. Weiter geht's. Und, na, das geht schon los. Ich brauch einen. Der sammelt mir alle Ringe weg, der. Ah, so mache ich das. I'm the coolest. Du bist nicht der coolest. Stirb. Ah, ich krieg einfach keine Ringe. Mann. Ich weiß, dass das Shadow ist. Das musst du mir nicht sagen, Spiel. So, wo war der nächste Ring? Das war... Diese Kamera dreht sich so verdammt komisch. Oh, Mann! Ich fail total. Blöde Input-Verzögerung. Ring, 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 Ring. Ich will einen Ring! Ah, das ist gut. Ich hab einen. Jetzt habe ich wieder keinen. Dann habe ich wieder einen. Prima. Ich muss versuchen, dass er was macht und direkt danach kann ich ihn angreifen, glaube ich. Na, geht doch. Boah, wie lange kann man sich an so einem leichten Kampf aufhalten? Green Forest. Flieh von der Insel in 8 Minuten. Ach, ich glaube, mich noch dran zu erinnern, dass diese Zeitaufgaben relativ leicht waren. Ah, die sind ganz schön aus der Puste durch bei den 3 Minuten rumgehüpfe hier. Shadow, what are you doing? Hurry and get back here right now before the island blows up with you on it. Blows up? Tja, das kommt jetzt überraschend für unseren Sonic. Da fliegt der Insel in die Luft. Wie ein Actionfilm ist das hier. Und zack. Weiter geht's durch eine Höhle mit Moos. Diese Grafik ist unglaublich. Und da muss ich diese B-Attacke benutzen, glaube ich, sodass ich nicht die Stacheln berühre. Und drüber hüpfen durch... Was liegt das da im Weg rum? Checkpoint verfehlt. Der interessiert mich jetzt nicht. So. Hier angreifen, durch die Gegend rennen. Wieso sind die hier in Range? Und weiter geht's. Ich hab's vorher schon erwähnt. Wieso ist Sonic verdammt nochmal im Dschungel? Der war doch eben auf so einem kleinen Metallplattförmchen mitten im Meer, nachdem er durch einen Lüftungsschacht, der in 1000 Meter Höhe direkt neben einer Rakete war, nach unten gesurft ist, anstatt zu rennen. Jetzt fliegt die Insel in die Luft. Eggman startet die Zündung, während seine Verbündeten noch da sind. Und es gibt Loopings im Dschungel, die natürlich gewachsen sind. Und Halfpipes. Ja, ich mag die Logik dieses Spiels. Das ändert aber absolut nichts dran, dass das Spiel so richtig, richtig, richtig gut ist. Also es macht Affen Spaß, durch die Level zu rennen. Und ich muss mich mal darum kümmern, dass ich Leben bekomme. Ich renne hier mit einem einzigen Leben durch die Gegend. 100 Ringe sind, glaube ich, ein Leben, wenn ich mich recht entsinne. Zack! Was ist das? Ringe, Ringe ist gut. Ciao, Box. Eine. Und mitkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon genug Stäbchen gesammelt habe, aber... Ja, ändert wohl nichts dran. Wird wohl was müssen. Diese Verfolgungsattacke ist sowieso das Beste. Dieses Blitzschild gefällt mir richtig gut, weil wenn ich jetzt getroffen werde, geht nur das Blitzschild kaputt. Ich verliere nicht meine Ringe. Außerdem zieht dieses Blitzschild die Ringe an mich an. Das heißt, ich kann einfach auch nur neben denen vorbeilaufen
und ich krieg sie trotzdem. Allerdings hat das Ganze einen Nachteil. Nämlich, wenn ich versuche, diese Ringverfolgungsattacke zu machen, dann ist das viel, viel schwerer mit dem Timing. Weil eben... Ich hab mal B gedrückt. Na okay, ist ja nicht geklappt. Weil eben die Ringe schon auf mich zufliegen und dann oft nicht genug Ringe in Reichweite sind, um die Attacke wirklich durchzuführen. Wie schon gesagt, der Timer ist jetzt nicht wirklich eine große Herausforderung. Ich habe noch 5,5 Minuten, obwohl ich wirklich relativ weit fortgeschritten bin hier in diesem Level. Ich glaube, an dem Rand da kann ich sogar grinden, aber ich versuche das jetzt lieber nicht. Keine Lust, ins Wasser zu fallen. Soweit ich weiß, ist da hinten schon das Ziel, aber ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Ah, oh, jetzt stürzt alles ein. Action! Ja, genau. Wusste ich doch, dass das nicht komplett einstürzt. Ich glaube, es gab ursprünglich sogar... Ach, es gibt sogar noch die Bonuspunkte, wenn ich da hochspringe. So, 3 Minuten 7 Sekunden habe ich geschafft. Ist wahrscheinlich trotzdem ein ziemlich schlechter Rang, glaube ich. Irgendwas mit Rang E oder D oder so. C! Just made it. Ja, im vorherigen Level hatte ich aber genauso viele Punkte, damit nur Rang E. Na, egal. Emblem Nummer 5, das geht doch richtig schnell hier. Dann können wir gleich unserem tollen goldenen Gorilla-Chow ein paar Stäbchen geben. Komm, mach schneller. Ciao, Bert. Ja. Das ist schwerer zu kontrollieren, als es aussieht, glaub mir. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ach, der pennt gerade oder was? Oder ist das gar nicht unserer? Ja, ich bin gerade total verwirrt. Das ist unserer. Der hat aber keine Gorilla-Arme mehr, der da pennt. Wo ist er? Wo ist er? Ach, das ist er. Unser Gorilla-Arm. Schau. Du kommst jetzt mal mit. Ach, der hat gerade, glaube ich, ein Level abgekriegt in irgendeinem Stat. So. Da, dann kann ich sie dir schneller geben. Rot ist Stärke. Du bist jetzt ganz stark. Level up! Er hat jetzt schon Power Level 2. Jetzt kriegt er noch Fliegen dazu. Da ist er schon Level 5. Wow. Und Schwimmen und Fliegen. Ich habe hier gar keine Rennstäbchen. Der kann nur krabbeln. Am Ende wird er fliegen können und schwimmen. Und hat total viel Ausdauer, aber rennen kann er wahrscheinlich trotzdem nicht. Aber das ist dein Problem, Mr. Gorilla. Gorillas können nämlich auch nicht rennen. Von daher... Weiter geht's. Und da kommen sie angeflogen. 17.30 Uhr im Gebirge. Pumpkin Hill, Stage 8. Finde 3 Stücke des Master Emerald. Der Knuckles-Job ist immer noch der bescheuertste. Er zerstückelt das Ding und dann holt er wieder alle Splitter. Anstatt dass er einfach diesen komischen Greifarm vom Eggman abknallt und zerstückelt. Ich meine, wenn der so einen riesigen Edelstein zerstückeln kann, kann der doch auch den Emerald von Eggman zerstören. Aber ich würde sagen, nachdem ich jetzt die Shovel Claw bekommen habe, mit der ich mich in den Boden graben kann, werde ich dieses Let's Play erstmal beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschö, tschö.